Hallo zusammen, hier ist Ans. Ansgar Love Cold. Ja. Hier ist Hanf Ulrich Böhnhardt. Das ist schön, Hanf Ulrich Böhnhardt. Warte. Hier ist Hans-Ulrich Böhnhardt, türkisches Korrespondent. Pöni TV. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Böhnhardt mit Pöni TV. Ein Mann namens Ove heißt unser heutiger Film. Klingt schwedisch, ist es auch. Michel! 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 Aus Schweden kommen bekanntlich kauzige, originelle Figuren. Zunächst aus Bestseller-Romanen, danach auf der Kinoleinwand. Wir erinnern uns, neulich stieg ein 100-Jähriger aus seinem Altersheimfenster und begab sich auf fröhliche Abenteuerjagd. Jetzt haben wir es mit einem alten Rentner-Grantler zu tun, Ove, der alles und jeden nur noch hasst. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Köter hier nicht mehr hinpinkelt. Hör nicht auf den bösen alten Mann, Prinz. Anders, hast du gesehen, was der Alte gemacht hat? Lassen Sie den Hund in Ruhe. Das ist kein Hund. Für mich ist das ein Winterstiefel mit Augen. Ove, Griesgram, Tierablehner, Menschenfeind und eine Art Blockwart in seiner Reihenhaussiedlung, der an jedem Morgen seine Runde dreht, um für Ordnung und Anschiss zu sorgen. In Sachen Falschparker, korrekte Mülltrennung, so in der Art. Was für ein Problem hast du eigentlich, Ove? Ich weiß es. Du bist ein unglaublicher Pedant. Seit seine geliebte Frau gestorben ist, hat Ove die Lebensschnauze voll. Möchte ihr so schnell wie möglich folgen. Doch das mit dem Umbringen ist gar nicht so einfach, von wegen diese neuen Nachbarn, eine schwedisch-iranische Kleinfamilie, die den genervten Ove offensichtlich nicht in seinem ganzen negativen Habitus versteht. Denn sonst wären sie ja wohl nicht ständig an einer guten Nachbarschaftsbeziehung mit ihm interessiert. Und weil weitere Bemühungen, sich umzubringen, ebenfalls scheitern, beginnt Ove sich ungewollt zu öffnen. Also weißt du, ich hab nachgedacht. Gib nicht so an. Dabei bekommt der alte Kauz mehr und mehr Gesellschaft, übrigens auch tierische. Eine Katze platziert sich ausgerechnet bei ihm. Hey, hallo. Darf man sich anschließen? Ich mache jetzt Sport. Hallo. Hallo. Jimmy, Minister. Der Film Ein Mann namens Ove basiert auf dem Roman von Fredrik Backman, der auch bei uns ein Bestseller war. Der Film war in Schweden im Vorjahr die Nummer 1 in den Kinos und ist ein schöner, weil origineller Menschenfilm. Konkret die eigenwillige, intensive Lebens- und Liebesgeschichte eines spannenden Typen, der im Alter und dann als Solist viele Umwege benötigt, um wieder sein Herz zu entdecken. Also Ihr Vater leidet an einem Herzfehler. Man könnte fast sagen, sein Herz ist zu groß. Zu groß? Verstehe ich nicht. Ich mag diesen schlaksigen Hünen, Rolf Lassgaard, der von 1994 bis 2007 in der Rolle des Kommissars Kurt Wallander in den Verfilmungen der Erfolgsromane von Henning Mankell auch bei uns große Popularität erlangte. Hier mimt er einen herrlichen Albtraum-Alterschaoten, Marke Walter Matthau. Als Ove ist er in seinem Anarcho-Element. Ove, es ist doch wirklich verrückt, wie schlecht du im Sterben bist. Ein Mann namens Ove ist ein humorexotischer Gefühlsfilm, der mit seinem coolen schwedischen Charme lächelnd wie stimmungsprächtig berührt. Ganz klar, Ein Mann namens Ove ist ein Vier-Pönis-Film. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Meine aktuellen Kritiken findet ihr auf www.pönak.de. Nächste Woche gehen wir in den Dschungel. Die Neuverfilmung von The Jungle Book ist annonciert. Tschüss, bis dann.